So, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu dieser ungemütlichen frühen Zeit. Wir hatten ja beim letzten Mal einige technische Probleme. Von dem, was ich gesehen habe auf meinem Bildschirm, habe ich den Verdacht, dass es am PDF-Reader lag, dass der gleich den ganzen Rechner lahmgelegt hat und damit auch Zoom. Ich versuche es jetzt mal mit einem anderen PDF-Reader und wenn es dann wieder Probleme gibt, muss ich mir halt etwas anderes überlegen. Aber jetzt versuchen wir erstmal loszulegen. So, hier waren wir stehen geblieben beim letzten Mal. Suchbäume, Sie erinnern sich an die Situation, wir haben einen Baum, das heißt im Vergleich zur linearen Liste gibt es zwei Pointer potenziell von jedem Knoten aus, die natürlich auch teilweise so wie hier null sein können, beziehungsweise bei den Blättern sind beide Nachfolger null. Die Nachfolger nennen wir typischerweise Left und Right, so wie bei der linearen Liste nennen wir sie Next. Wir haben schon gesehen beim letzten Mal, Finden eines Elements ist ganz einfach. Wenn wir die 39 finden wollen, einfach den Weg zur 39 gehen, weil wir die Suchbaumeigenschaft haben. Alles, was links von einem Knoten ist, im linken Teilbaum, ist kleiner gleich dem Schlüsselwert. Alles, was rechts größer gleich, sodass wir an jeder Stelle wissen, wo wir weitergehen müssen, um zu einem bestimmten Wert zu navigieren. Was wir ganz kurz am Ende gesehen haben, war Traversieren. Das ist genau das, was auf diesem Foliensatz ist. Und genau das werden wir jetzt noch mal kurz durchgehen. Vergessen Sie noch mal für einen kleinen Moment das, was Sie hier oben rechts sehen. Darauf werden wir gleich noch mal zu sprechen kommen. Wir gucken Sie sich einfach mal den Baum an. Wir gehen einfach immer weiter nach links. So, bis es nicht mehr weiter nach links geht und schreiben hier dann eben diesen entsprechenden Wert hinein. Das ist der erste Wert, der nach Sortierreihenfolge eben reingehört. Also wir sammeln alle Elemente in Sortierreihenfolge. Das heißt so ungefähr von links nach rechts, nicht? So, jetzt gehen wir zurück und haben alles, was links ist, abgegrast. Das ist ja nicht viel, das ist die 7. Nehmen jetzt die 11 also mit, gehen jetzt nach rechts. Würden jetzt eigentlich nach rechts gehen, aber rechts ist nichts. Also geht es dann gleich wieder weiter hoch hierhin. Alles, was links von der 25 ist, ist abgegrast, die 7 und die 11. Wir sind ja gerade eben von dem Teilbaum, vom linken Teilbaum der 25 wieder hochgekommen. Und das machen wir nur, wenn wir diesen linken Teilbaum völlig erledigt haben. Also können wir jetzt als nächstes in Sortierreihenfolge die 25 schreiben und gehen jetzt rechts weiter. Schreiben jetzt nicht gleich die 31 rein, sondern machen wieder dasselbe wie bisher, so weit links wie möglich. Hier die 28. Weiter nach links geht es wieder nicht. Also schreiben wir die 28 rein. Jetzt würden wir nach rechts. Echo ist wieder da. Ist die besser? Ist das Echo jetzt weg? Ja, okay. Jetzt würden wir nach rechts weiterschauen, aber rechts ist nichts mehr. Also gehen wir wieder hoch. Und zwar jetzt ist links wieder alles abgegrast. Die 31 ist zu schreiben. Jetzt gehen wir nach rechts. Würden wieder nach links schauen, ist nichts mehr. Also die 39 und so weiter und so fort. Und so geht das immer weiter. Jetzt haben wir alles, was links von der 43 ist, abgegrast. Jetzt schreiben wir die 43 rein, gehen nach rechts. Natürlich nicht die 69 gleich, sondern gucken hier immer weiter. Jetzt würden wir weiter gucken. Links von der 54 ist aber nichts mehr. Also schreiben wir die 54 rein und gucken rechts von der 54. Da ist gerade mal noch die 66. Die Logik setzt sich einfach fort. Das brauchen wir jetzt nicht mehr alles hier durchzugehen. Links von der 69 ist alles abgegrast. Also schreiben wir die 69 rein, gehen nach rechts und so geht das dann halt durch, bis wir alles geschrieben haben. So, ich hatte Sie ja gebeten, hier noch nicht hinzuschauen. Dann, aber jetzt gucken wir dahin, was wir da rechts machen. Rechts verwalten wir einen Stack. Das kennen Sie vom Call Stack aus der FOP beispielsweise. Das können Sie sich einfach vorstellen. Am einfachsten implementiert eine lineare Liste, wo Sie nur an einem Ende immer einfügen und entfernen. Am einfachsten vorne.
einfügen und vorne wieder entfernen. Wie Sie ja wissen aus der FOB und aus dem Anfang der AOD, ist das eine einfache Operation, vorne ein Element anzuhängen, beziehungsweise vorne das erste Element zu entfernen. So, und was Sie jetzt sehen, ist zunächst einmal hier als zweiten Wert in der Klammer. Also wir verwalten immer Paare in diesem Stack. Der zweite Wert ist offensichtlich. Da speichern wir immer die ganzen Schlüsselwerte rein. Das stimmt nicht. Das ist nur eine Anzeige hier. Was wir hineinspeichern, sind Pointer auf diese einzelnen Baumknoten. Entschuldigung, natürlich speichern wir nicht die Schlüsselwerte rein, sondern Pointer auf diese Baumknoten, denn die brauchen wir, um wieder zurückzugehen. Ja, wir müssen auf dem ganzen Weg immer die Baumknotenpointer in der Reihenfolge speichern, um dann immer wieder zurückgehen zu können, weil es gibt ja hier von einem Knoten keinen Pointer jeweils zurück. Wenn wir uns leisten würden, hier jeweils einen Pointer zurück noch in die Datenstruktur einzufügen, was ja auch ginge, dann bräuchten wir hier diese Pointer als zweites Element nicht. Aber wenn wir da so eine einfache Datenstruktur wie hier haben, uns diesen Rückwärtspointer sparen, dann müssen wir uns das hier eben beim Durchlauf merken. Und also dieser zweite Punkt ist überhaupt kein Problem. Der erste Punkt ist interessant. Hier dieser erste Wert, das ist einfach wirklich eine Zahl, die 0 am Anfang immer ist, 1 und 2 werden kann. So, wir sind jetzt hier immer noch 0 und plötzlich wird hier draus eine 1. Warum wird hier draus eine 1? Weil wir einen, nämlich den linken Nachfolger, fertig abgegrast haben. Der ist in diesem Fall leicht abzugrasen, weil da nämlich nichts mehr ist. Ja, wir haben erst, gehe ich nochmal zurück, wir haben jetzt die 0, wir sind angekommen bei diesem Baumknoten mit der Nummer 7, haben noch keinen Nachfolger abgegrast, also 0 Nachfolger. Das gilt natürlich für die anderen auch, die wir jetzt hier auf dem Stack haben. Gucken dann nach links, stellen fest, dass da 0 ist, stellen fest, der ist abgegrast und das markieren wir dadurch, dass wir hier dieses oberste Stack-Element eine 1, aus der 0 eine 1 machen, einfach 1 drauf addieren. Jetzt haben wir die 7 reingeschrieben. Also wenn hier eine 1 steht, wenn also links abgegrast ist, aber rechts noch nicht, das ist genau der Moment, in dem wir die Zahl hier hineinschreiben, die 7. Und jetzt gucken wir nach rechts, ist wieder einfach abzugrasen, wie Sie sehen, also eine 2. Und jetzt diese 2 heißt, beide Seiten sind abgegrast worden hier. Das heißt, es ist nichts mehr zu tun. Zwischen den beiden, links und rechts, ist die 7 geschrieben worden. Das heißt, es ist mit der 7 und mit allem, was da vielleicht dranhängen könnte, nichts mehr zu tun. Jetzt können wir zurückgehen. Was heißt zurückgehen? Indem wir das oberste Stack-Element entfernen. Und hier sind wir zurückgekommen. Wir müssen uns gar keine Gedanken machen, ob wir von links oder von rechts zurückgekommen sind. Das müssen wir nicht uns überlegen, das ist tatsächlich in der Null gespeichert. Wenn hier eine Null steht, dann heißt das jetzt, sind wir von links zurückgekommen und müssen eine 1 hinschreiben. Und wenn wir jetzt aus der Null eine 1 machen, ist das genau der Moment, wir sind von links zurückgekommen, sind noch nicht nach rechts gegangen. Genau der Moment, wo wir die 11 hineinschreiben hier. Und genau das machen wir. Und jetzt machen wir das weiter. Jetzt gucken wir nach rechts. Rechts ist wieder nicht viel. Also setzen wir fest, linke und rechte Seite, beide Seiten, zwei Seiten sind abgegrast. Und auch wieder das, die 2 ist das Signal zu sagen, okay, wenn hier jetzt eine 2 drin steht, ist alles an dem Knoten mit Schlüsselwert 11 und was da dran hängt, abgegrast. Und dann können wir hochgehen. Hochgehen heißt wieder das oberste Stack-Element entfernen. Auch hier sind wir wieder von links gekommen. Brauchen wir jetzt vielleicht nicht alles immer durchzugehen, aber hier der Punkt ist natürlich nochmal interessant. Das ist der erste Fall, wo rechts dann auch nochmal mehr als nur ein Null Pointer ist. Wir gehen also rechts hinein, also die 1 bleibt die, weil rechts eben noch nicht abgegrast ist. Wir sind ja gerade erst reingegangen. Hier wieder, es ist noch nichts von diese, links und rechts von diesem Knoten mit der 31 abgegrast worden, also steht hier eine 0. Gehen weiter nach unten. Wenn da eine 0 steht, heißt es eben, wir gehen nach links. Wenn hier eine 1 gestanden hätte, heißt es, wir gehen als nächstes nach rechts. Also durch diesen Wert hier, 0, 1 oder 2, wissen wir immer, wohin wir gehen müssen. Wenn hier eine 0 steht, geht es als nächstes nach links runter. Wenn eine 1 steht, geht es als nächstes nach rechts runter. Wenn eine 2 steht, geht es als nächstes und letztes dann wieder hoch.
Und so geht es dann immer weiter. Wir schreiben, also eigentlich brauchen wir uns das gar nicht weiter großartig ansehen. Vielleicht noch erstmal eine Stelle hier. Also einmal zurück. Hier sind wir jetzt auf dem Knoten mit der Nummer 25, haben links alles abgegrast, rechts alles abgegrast, die 25 zwischendurch auch zwischen links und rechts reingeschrieben. Und weil wir jetzt einmal sind wir von links gekommen, wurde von der 0 eine 1. Einmal sind wir von rechts gekommen, wurde aus der 1 eine 2. Und das ist jetzt die Situation. Da wissen wir, wir gehen wieder hoch und setzen hier, weil wir hochgekommen sind zu 43, weil das jetzt wieder das neue oberste Stack-Element ist, setzen hier aus der 0 eine 1 und wissen, dass es jetzt rechts weitergehen muss. Gehen das einfach weiter. Das ist alles immer dieselbe Logik, alles dieselbe Logik und so weiter und so fort. Und jetzt noch hier zum Schluss die 99. Da geht es links nicht weiter, also schnell abgegrast aus der 0 eine 1 und die 99 geschrieben. Geht rechts nicht weiter, also schnell rechts abgegrast aus der 1 eine 2 und es geht zurück. Auch hier aus der 1 eine 2, auch hier aus der 1 eine 2, auch hier aus der 1 eine 2. Und damit ist das letzte Element auch draußen und wir haben das jetzt erledigt damit. So, warum ist das Ganze korrekt? Das ist jetzt die interessante, entscheidende Frage. Und dazu müssen wir uns mal hier anschauen. Also zunächst einmal, wir verlassen ja einen Knoten erst dann endgültig, wenn wir sowohl nach links runtergestiegen sind, als auch nach rechts runtergestiegen sind. Das heißt also, wenn wir diesen Knoten hier endgültig verlassen, weil hier eine 2 steht, haben wir uns vorher den Knoten angeschaut und den Knoten. So, jetzt haben wir uns, wenn wir, und das gilt für die alle auch, wenn wir uns den also angeschaut, dadurch, dass wir uns den angeschaut haben, bevor wir den endgültig verlassen, wissen wir, dass wir uns den angeschaut haben. Daraus wissen wir, dass wir uns den angeschaut haben. Daraus wissen wir uns, dass wir uns den angeschaut haben. Ja, das gilt natürlich diese Argumentation für alle Knoten. Das heißt, für alle Knoten können wir wissen, wir haben sie uns angeschaut. Es ist völlig unmöglich, dass wir da einen Knoten übersehen haben, eigentlich. Und der interessante Punkt an dieser Stelle hier, wie wir das dann auch formal einsehen können, der zweite Punkt ist auch der, dass wir in jeden Teilbaum natürlich nur einmal hinabsteigen. Nicht? Durch diese Kontrolle, wenn wir zum ersten Mal kommen zu einem Knoten, setzen wir hier eine 0. 0 heißt nach links absteigen und wenn wir zurückkommen, aus der 0 eine 1. Heißt nach rechts absteigen und aus der 1 und 2 heißt hochsteigen. Und in der Zwischenzeit, wo wir aus der 0 in der 1 machen, schreiben wir diesen Schlüsselwert dann in die Liste rein. So, und der interessante Punkt an der ganzen Geschichte ist, dass wir das formal fassen können, dadurch, dass wir diese ersten Zeichen hier von allen Stack-Elementen auffassen können als ein String über dem Alphabet 0, 1 und 2 mit den Zeichen 0, 1 und 2. Also unabhängig davon, ob das jetzt arithmetische Werte sind, sehen wir die einfach jetzt als Zeichen an. Und zwar mit der üblichen Reihenfolge 0 kommt vor 1, kommt vor 2. Das heißt, das hier ist der String 0, 1, 1, 2. Und wenn wir uns das jetzt mal alles durchgehen, hier beginnend, das ist der allererste String in der Reihenfolge 0. Ja, das können Sie daran sehen, das hier ist ein späterer String, weil das hier 0 ist der Präfix, ist ein Präfix von 00. 00 ist ein Präfix von 0, von 000, ist Präfix von dem, ist Präfix von, nicht Präfix, aber kommt lexikografisch, 0001 kommt lexikografisch vor 0001. Also 0000 kommt lexikografisch vor 0001, kommt lexikografisch vor 0002. So, jetzt und das wiederum kommt lexikografisch für 000, für 001. Ja, dadurch, dass wir beim Hochgehen hier die Zahl um 1 erhöhen, bleiben wir in der lexikografischen Reihenfolge. 0002 kommt lexikografisch vor 001. Hier geht es jetzt weiter vor 002 und hier wieder dasselbe. Dadurch, dass wir ja hier dann beim Hochgehen um 1 erhöhen, wird aus 0002 der nächste lexikografisch höhere String 01.
010, 01 ist ja Präfix von 010, passt auch wieder und so weiter und so fort. Es ist immer dieselbe Sache, wenn Sie sich das überlegen. Es geht tatsächlich immer lexikografisch. Die nächstmögliche String, der überhaupt vorkommen kann, ist derjenige. Das heißt also, diese Zahlenwerte, diese Elemente hier vorne, das erste Element jedes Paars durchläuft, diese Strings, die mit jedem Status, mit jeder Situation, mit jedem Zustand des Programms assoziiert ist, diese Strings in lexikografischer Reihenfolge, und damit ist auch geklärt. Es wird keiner ausgelassen dabei, weil wir ja immer nur entweder den nächstmöglichen Präfix nehmen durch Herabsteigen oder eben die nächstmögliche Zahl hier nehmen und so weiter und so fort. Das können wir vielleicht bis zum Ende sehen. Hier der String 1, 2 ist ein ziemlich hoher String, schon lexikografische Reihenfolge, und das ist der höchste String. So, damit sind wir eigentlich mit Traverse soweit fertig und überhaupt mit binären Suchbäumen. Wir schauen vielleicht nur ganz kurz mal in die Zusammenfassung rein. Nicht großartig hier, also hier finden Sie nochmal alles, was hier eigentlich so passiert. In der Invarianten finden Sie, ja, das ist nochmal ein Beispiel dafür, dass die Invariante und die Variante eben ausdrücken, worum es eigentlich geht, die Idee des Algorithmus ausdrücken. Ja, die Invariante ist nicht ihr Feind, ist nicht eine Schikane vom Weihe. Die Invariante ist ihr Freund. Da steht nämlich genau drin, in jedem Zustand vor und nach jeder Iteration, der Stack ist ein Pfad und die einzelnen Elemente verweisen auf die einzelnen Baumknoten, wie ich das gesagt habe. Ja, Sie können das praktisch nehmen als Handlungsanweisung, wenn Sie den Algorithmus implementieren wollen. Und wenn wir uns ein Stack-Element ansehen mit dem Baumknoten, dann haben wir hier einen Wert aus 0, 1, 2, wie wir gesehen haben. Und die Handlungsanweisungen steht, wie Sie damit umgehen, steht genau hier drin. Sie müssen Ihre Implementation so machen, dass genau diese Invariante erfüllt ist, die Anzahl der Nachfolger, die schon vollständig besucht worden sind. Und hier haben wir mal ein interessantes Beispiel für eine Variante, die nicht trivial ist. Ja, bisher hatten wir immer Varianten, die mehr oder weniger trivial waren, weil wir hatten im Grunde Zählschleifen, ja, Vorschleifen, die in jeder Iteration den Index um 1 hochsetzen, dann bedeutet die Variante eben, okay, der Index geht um 1 hoch und fertig. Hier sehen wir noch ein interessantes Beispiel dazu. Genau das, was ich eben gesagt habe, dass der jeweils nächste String, der aus dem momentanen String in einer Iteration berechnet wird, also das S1 ist der String. Wir nehmen uns eine Iteration her, ein beliebiger. S1 ist der String vorher, S2 ist der String hinterher. Also wir müssen den Fall ausschließen, dass wir am Ende einen leeren String haben. Das passt natürlich nicht, der leere String. Der ist nicht lexikografisch größer als alle anderen Strings, sondern im Gegenteil, der kleinste. Also, wenn wir tatsächlich immer noch so einen nicht leeren String haben nach dieser Iteration, ist das der unmittelbare lexikografische Nachfolger in allen diesen Strings. Und damit ist auch geklärt, tatsächlich nochmal formal geklärt, ja, wir lassen kein einziges Element aus. Keinen einzigen Schlüsselwert lassen wir aus. Und hier ist nochmal in der Variante, das gehört in die Variante rein. In die Variante gehört auch hinein, wie ändert sich der Output in jeder Iteration. Ja, das ist ja auch, der Output ist ja die Liste, in die wir die Elemente sortiert reinschreiben wollen, ist ja auch Teil von den Datenstrukturen, die sich in jeder Iteration ändern. Und hier steht halt drin, und das können Sie auch wieder als Handlungsanweisung nehmen, wenn Sie das implementieren wollen. Falls wir gerade von links hochgekommen sind, dann genau dann schreiben wir das raus und in keinem anderen Fall. Ja. Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass Invariante und Variante Ihr Freund und nicht Ihr Feind sind, weil Sie das praktisch, wenn die vernünftig formuliert sind, wenn die korrekt formuliert sind, können Sie das praktisch als hernehmen, um zu verstehen, was da vor sich geht und das dann auch zu implementieren. So, damit möchte ich mit binären Bäumen auch schon abschließen
und komme zu einer Erweiterung. Wir sind jetzt von linearen Listen zu binären Bäumen gekommen und möchte jetzt zu der naheliegenden Erweiterung kommen, Vielwegbäume. Ja, wir beschäftigen uns hier mit Vielwegbäumen, nicht nur aus methodischen Gründen, damit Sie das auch mal gesehen haben, sondern auch aus einem sehr praktischen Grund. Wir werden uns hier eine Datenstruktur ansehen. B-Bäume heißen die. Und diese Datenstruktur ist das Backbone, ist die Grundlage für jedes, heutzutage würde ich sagen, kann man das so pauschal sagen, für jedes Datenbanksystem der Welt. Das heißt, wann immer Sie mit irgendeiner Art von Datenbanksystem zu tun haben, in welcher Form auch immer, können Sie davon ausgehen, in der Regel, dass dahinter die Daten im Wesentlichen, im Kern als ein B-Baum abgespeichert und verwaltet werden. Und das ist ein spezieller Fall von Vielwegbäumen, den wir uns ansehen. Wir schauen uns erstmal einen Foliensatz nur zu Vielwegbäumen allgemein an und kommen dann in den weiteren Foliensätzen zu B-Bäumen. Gut, Vielwegsuchbäume. Da ist die Idee die, dass man bei binären Bäumen haben wir einen Schlüssel und dann ging es entweder nach links alles kleiner gleich oder nach rechts alles größer gleich. Und wenn wir jetzt mehrere Nachfolger haben, dann ist die Logik die, dass wir mehrere Schlüssel in einem Knoten haben und um eins mehr Nachfolger. Und Sie sehen jetzt hier so zum Beispiel, in diesem Beispiel hier, die Logik ist die, im ersten Nachfolger alles kleiner gleich 357. Im zweiten Nachfolger hier alles zwischen 357 und 1229 und so weiter. Hier beispielhaft im vierten Nachfolger, das wäre alles zwischen 4095 und 5621. Da könnten zum Beispiel nur einfach mal so beispielhaft rausgeschrieben, da können zum Beispiel diese Werte im nächsten Knoten drinstehen. Weil das passt, das sind alles Werte zwischen 4095 und 5621. Das heißt, wenn Sie einen dieser Werte hier suchen wollen, dann wissen Sie, hier der Wert ist zwischen diesen beiden Werten, also müssen wir diesen Nachfolger nehmen und keinen anderen. Und dann gucken Sie hier hinein und wenn Sie den Suchschlüssel, den Sie suchen, schon hier finden, gut, haben Sie ihn gefunden. Wenn nicht, müssen Sie nach derselben Logik dann entsprechend weiter absteigen im Baum. Das ist hier auf dieser Folie nicht gezeichnet. So, das bedeutet aber was ganz Konkretes. Was wir bei binären Bäumen hatten, ist, dass wir hier auch zwar immer einen Schlüsselwert haben, aber links und rechts musste nicht unbedingt sein. Sie konnten rechts oder links auch auslassen. Also selbst wenn es kein Blatt war, konnten wir in binären Bäumen hier links haben und rechts nicht haben oder rechts haben und links nicht haben. Das geht bei dieser Logik nicht mehr so ohne weiteres. Hier muss man immer sagen, bei Vielwegsuchbäumen, das ist ein Unterschied zu dem Konzept von binären Bäumen, wie wir haben. Das heißt, es handelt sich nicht um eine wirkliche Verallgemeinerung, sondern es ist eine kleine Variation drin, dass sie so viele Nachfolger immer haben, wie sie hier Schlüsselwerte drin haben, plus 1. Und hier habe ich das nochmal aufgeführt, hier haben sie die Nachfolger. Gut, natürlich kann es trotzdem sein, dass hier gar keine Schlüsselwerte drin sind, dann ist hier dann entsprechend trotzdem nach. Gut. Wir müssen, um das genau formal zu fassen und zu verstehen, müssen wir uns den Begriff eines Ranges, eines Bereichs hier in einem solchen Vielwegsuchbaum hernehmen. Und zwar, wir haben hier einen Knoten und mal angedeutet, der gesamte Baum, der unter diesem Knoten besteht, ja, der aus mehreren Teilbäumen besteht. Echo. Ist Echo wieder weg? Ja, okay. Gut, danke. So, dann, und das sehen Sie hier. Also nehmen wir mal an, dieser Knoten ist vielleicht nicht die Wurzel, sondern dieser Knoten hängt noch an anderen Bäumen dran und hat, gehen wir erstmal hier hin. Nehmen wir uns mal erstmal diesen Nachfolger hierher. Das ist, glaube ich, einfacher zu verstehen erst einmal. Der Range von diesem Teilbaum hier, der an diesem Knoten dranhängt,
ist eben genau 357 bis 1229. Genauso hier der Range 1229 bis 4095 und so weiter. Hier hängt es ab von dem, was der Range dieses Knoten schon ist. Dieser Knoten muss ja nicht die Wurzel sein. Der kann ja auch schon, so wie diese Knoten hier durch diesen oberen Knoten eingeschränkt sind, kann ja auch dieser Knoten schon eingeschränkt sein. Es kann zum Beispiel sein, dass dieser Range schon eingeschränkt ist auf 321 bis 5701. Das sind einfach nur irgendwelche Zahlenwerte, die ich genommen habe. Dann heißt es, dieser Range hier, dieser Teilbaum hier, der Range von diesem Teilbaum hier, der an diesem Knoten dranhängt, ist nach rechts begrenzt durch die 357, aber nach links schon vorab begrenzt durch die 321. Ja. Dieser von vornherein, der Range hiervon ist höchstens, fängt bei 321 an und damit können bei Teilbäumen die Ranges auch nicht unter 321 anfangen, genauso gut auf der anderen Seite mit der 5701. Sehen wir uns an einem einfachen Beispiel an. Das ist jetzt wirklich die Wurzel und da ist der Range einfach der gesamte Wertebereich, der in diesem Baum an Schlüsselwerten gespeichert werden könnte, zum Beispiel eben sowas von 0 bis irgendeine Art von Max Value. Also wir gehen hier davon aus, dass die Werte größer gleich 0 sind. Also das ist zum Beispiel, auch wenn der Datentyp das erlaubt, negative Werte zu speichern, gehört es vielleicht zur Logik dazu, Bankkontonummern oder ähnliches, dass der Wert nicht kleiner 0 ist. So, das heißt also, der Range ist dann hier, fängt dann überall auch bei 0 höchstens an. Und Sie sehen, die 461 sorgt dafür, dass der Range hier von 0 bis 461 nur gehen kann. Der Fall hier ist vielleicht interessant, denn dieser Range hier von diesem Knoten und allem, was da vielleicht noch dranhängen könnte, ist begrenzt einerseits hier durch die 257 und andererseits hier durch die 461. Das heißt also, das ist sozusagen immer, es vererbt sich immer und grenzt sich immer weiter ein, nicht? Wir haben hier den Range 0 bis 461 und dadurch, dass wir nach rechts gehen hier, wird der Range unten von 0 auf 257 hochgesetzt. Die Intervalle grenzen sich immer weiter ein und ich denke, das ist ein einfaches Bildungsprinzip. Da brauchen wir nicht alle einzelnen Knoten hier in diesem Bild nochmal mit durchgehen, sondern kommen jetzt zur Implementation. Wir haben bis jetzt noch nicht die Anzahl der Nachfolger wirklich begrenzt. Ja, das, was wir bisher gesehen haben, könnte man auch als eine Liste von Nachfolgern in jedem Knoten und eine entsprechende Liste von Schlüsselwerten in jedem Knoten realisieren und sagen, jeder Knoten kann beliebig viele Schlüsselwerte und entsprechend ein mehr Nachfolger haben. Was wir aber hier jetzt, wenn wir jetzt konkret zu B-Bäumen kommen, brauchen, ist eine beschränkte Zahl von Schlüsselwerten da drin. Das kann man sich zum Beispiel so vorstellen. Wir haben einen Baumknoten, besteht dann nicht aus so einer Liste, wie ich es eben skizziert habe, sondern wir legen vorab global für den gesamten Baum fest, wie viele Schlüsselwerte ein Knoten maximal haben kann. Und reservieren entsprechend in jedem Baumknoten so viel Speicherplatz, können Sie sich vorstellen, etwa als ein Array. Also als ein Array mit 8 Plätzen, ein Array vom Schlüsselwerttyp mit 8 Plätzen drin in diesem Beispiel. In Java haben Arrays selbst, wir werden aber nicht unbedingt immer alle diese Schlüsselwerttyp, alle diese Array-Elemente werden nicht unbedingt immer tatsächlich valide Schlüsselwerte im Suchbaum sein. Das heißt, wir verwalten hier noch zusätzlich, wie viele von diesen Werten hier tatsächlich Schlüsselwerte im Baum sind. Die anderen sind dann zweckmäßigerweise nah. Das kennen Sie schon. Das haben wir ganz zu Anfang in der AOD hier nochmal aus der FOP hergeholt. Die alternative Implementation von verzeigerten Listen mit Hilfe von Arrays, mit einer Liste von Arrays. Das ist hier genau dasselbe Konzept. Wir haben Arrays fester Maximalgröße und wie das halt bei Arrays so ist und haben immer nur eine gewisse Anzahl. Die ersten Elemente des Arrays sind tatsächlich valide Schlüsselwerte und die anderen sind dann null.
Und wenn wir ein Element einfügen, setzen wir n um 1 hoch. Wenn wir ein Element entfernen, setzen wir n um 1 runter. Ja, also wenn Sie sich diese Datenstruktur jetzt nochmal ansehen hinterher, nehmen Sie zum Vergleich nochmal diese einfache Datenstruktur vom Anfang der AOD her. Schauen Sie sich die daneben an, wie das da ausgesehen hat. Da haben wir Punkt für Punkt im Einzelnen sind wir da durchgegangen. Wie sieht das aus, wenn wir ein Element entfernen, dass wir dann irgendwann mal auch einen Array, ein Listenelement in der großen Liste der Arrays ganz aus der Liste entfernen müssen oder wenn wir ein Element einfügen, wenn das Array voll ist, dass wir das Ganze dann in zwei Arrays aufteilen müssen und so weiter und so fort. Diesen Gedankengang, den wir dort in dieser einfachen Situation hatten, den setzen wir jetzt fort, auf dem bauen wir auf. So, was hier noch zu sehen ist, sind eben Platz für einen Pointer mehr auf Nachfolgeknoten im Baum. Mit der Logik, wenn Sie zum Beispiel hier vier Schlüsselwerte tatsächlich drin haben, wenn diese ersten vier Schlüsselwerte valide sind und die anderen alle null, dann sind diese ersten fünf Pointer die entsprechenden Nachfolger. P1 zeigt auf dem Baumknoten mit einem vor K1, P2 auf dem Baumknoten mit einem zwischen K1, K2, P3 mit einem zwischen K2, K3 und so weiter. P5 zeigt auf alles auf dem Baumknoten mit einem größer gleich K4 und der Rest ist eben null. Ja, also das, was wir eben gesehen haben, 1:1 übersetzt in so eine Array-Struktur. In der Realität wird man gar nicht sowas in Java und Ähnlichem mit Arrays implementieren, sondern noch wird man die Speicherung und die Verwaltung des Inneren eines solchen Baumknotens sogar auf tieferer Ebene dann so realisieren, dass sie nicht wie in Java das ganze Brimborium noch drumherum haben, mit Pointer auf das Objekt und mit Länge noch drin gespeichert und so weiter und so fort, sondern dass es möglichst platzsparend auf Systemebene implementiert ist. So, und so werden wir uns das jetzt immer ansehen. Wir werden gleich, so sieht diese Datenstruktur B-Bäume aus. So zeichnen wir das immer. Sie sehen hier, sind zum Beispiel zwei Schlüsselwerte. Also wir haben Platz für fünf Schlüsselwerte. Wir haben uns entschieden dafür, dass wir in jedem Baumknoten bis zu fünf Schlüsselwerte speichern können. Sie sehen aber, es sind nicht alle Plätze belegt. Immer die vordersten sind belegt. Hier sind zwei belegt. Dementsprechend gibt es drei Nachfolger. Und Sie sehen, nehmen wir das her, der linke Nachfolger hat alles kleiner gleich der 12. Der mittlere Nachfolger hat alles Werte zwischen 12 und 35. Und der rechte Nachfolger hat Werte zwischen 35 und dieser 40 hier oben. Ja, der Range hiervon ist wieder zwischen 35 und 40 durch diese beiden Werte eingeschränkt. Ja, so werden wir uns das ansehen, dass jetzt alle Blätter auf gleicher Höhe sind. Ist hier noch nicht wichtig, ist aber kein Zufall, denn bei den B-Bäumen, die wir uns gleich ansehen werden, wird es tatsächlich immer so sein, dass alle Blätter auf gleicher Höhe sind. Wenn es nur darum geht, allgemein Vielwegbäume darzustellen, könnten die Blätter auch auf verschiedenen Höhen sein, wie wir das bei binären Suchbäumen auch gesehen haben. So, wozu jetzt aber Vielwegbäume? Ja, die ist doch eine valide Frage, warum sollen wir Vielwegbäume überhaupt haben? Denn ich meine, wenn wir so einen Vielwegbaum haben wie den, können wir den ja auch ersetzen durch einen binären Baum, so wie hier. Wenn Sie sich das mal genau angucken, das passt von der Logik der Ranges her perfekt zusammen. Dieser linke Nachfolger hängt dann hier dran, dieser Nachfolger hängt dann hier dran, dieser Nachfolger hängt dann hier dran und so weiter und so fort. Ja, es ist doch völlig äquivalent, diese Struktur und diese Struktur. Wozu brauchen wir Vielwegbäume? Auch von der Laufzeit her. Ich meine, wir wissen nicht, was jetzt schneller auszuwerten ist. Ist es schneller auszuwerten, zum Beispiel, wenn wir zu diesem Teilbaum hier hinkommen wollen, ist es schneller, hier in dieser Struktur durchzugehen, um hier hinzukommen? Oder ist es schneller, hier in diesem Array durch die ganzen Elemente durchzugehen, um dann zu dem richtigen Nachfolger zu kommen. Ja, das kann von der Implementation und von der Programmiersprache und von der Plattform und von der Mondphase abhängen, welche dieser beiden Strategien jetzt weniger Nanosekunden oder was auch immer braucht.
um hier durch diese Struktur durchzukommen. Also Laufzeit ist auch kein valides Argument an dieser Stelle, aber es gibt hier eine Stelle, an der die Laufzeit ein valides Argument ist, nämlich an diesem Punkt. Solche Vielwegbäume, insbesondere die B-Bäume, sind, hatte ich gesagt, sind für Datenbanksysteme und Ähnliches gedacht. Solche Datenbanksysteme sind natürlich viel zu groß, um sie im Hauptspeicher des Computers abzuspeichern. Also es ist natürlich wieder hoffnungslos unterkomplex, wie ich das hier gezeichnet habe. Das ist natürlich alles viel komplexer in der Realität. Aber für unsere Zwecke, für unser Verständnis reicht es hier. Das ganze Datenbanksystem ist natürlich hier auf dem Hintergrundspeicher gespeichert. Festplatte oder ähnliches. Heutzutage könnte man vielleicht hier die Cloud haben. Und der wichtige Punkt an der Sache ist der, dass wir nicht bitweise, nicht jedes einzelne Bit immer hin und her transferieren, aus dem Hintergrundspeicher in den Hauptspeicher lesen oder aus dem Hauptspeicher, wenn das Bit geändert worden ist, wieder zurück in den Hintergrundspeicher speichern, sondern immer gleich seitenweise. Das ist üblicherweise eine Zweierpotenz, zum Beispiel 2 hoch 12 oder so etwas, 4096 oder noch größer heutzutage. Also es wird immer gleich selbst wenn Sie nur ein einziges Bit aus dem Hintergrundspeicher rauslesen wollen, wird immer gleich eine ganze Seite reingespeichert, alle Bits auf dieser Seite. Und selbst wenn Sie nur auf so einer Seite. Hier sind im Hauptspeicher sind die Daten im Prinzip auch so in diesen Seiten, in diesen Größenordnungen, in Stücke von diesen Größenordnungen gespeichert. Und selbst wenn Sie nur ein einziges Bit auf so einer Seite ändern, wird dann wieder die gesamte Seite rüber gespeichert, überschreibt den vorherigen Zustand dieser Seite im Hintergrundspeicher. Ja. Und der entscheidende Punkt ist einfach der, warum macht man das überhaupt so? Warum nicht einzelne Bits? Weil der Unterschied in der Laufzeit zwischen einem einzelnen Bit transferieren und gleich 4096 Bit transferieren sehr, sehr gering ist. Ja. Die Fixkosten an Laufzeit, um überhaupt Daten zu transferieren, sind das Entscheidende, sind viel, viel größer als die Grenzkosten. Jetzt gleich viele, viele Bits mehr noch. Die man hätte, wenn man eben noch mehr Bits und noch mehr Bits dann dazu speichert. Also denken Sie an so eine schöne Festplatte, so eine gute alte Festplatte, die dann schnell rotiert unter einem Schreiblesekopf. Und wenn jetzt eine Information aus dem Hintergrundspeicher in den Hauptspeicher gelesen werden soll, dann ist das, was viel Aufwand kostet, einerseits die Positionierung des Schreiblesekopfs auf der richtigen Spur. Und dann noch warten, bis durch das schnelle Drehen, das ja aus Computersicht extrem langsam ist. Ja, aus unserer menschlichen Vorstellung dreht sich die Festplatte extrem schnell, aber für den Computer dauert das Ewigkeiten, bis endlich mal die Seite auf der Spur unter den Schreiblesekopf kommt und das eigentliche Einlesen oder Rausschreiben durch den Schreiblesekopf ist dann nicht mehr viel Aufwand. Und ob man da, wie gesagt, ob man da ein Bit rein oder raus setzt oder gleich 4096, das macht nicht mehr einen Unterschied. Deshalb macht man das so, dass man, jetzt kommen wir wieder auf dieses Bild, diese Baumknoten so gemacht sind, möglichst groß, aber das so, dass jeder Baumknoten immer noch auf eine solche Seite rauspasst, sodass immer ein ganzer Baumknoten rein oder rausgelesen wird. Und wenn Sie sich jetzt hier diesen Vergleich ansehen, ja, die ganze Seite, der ganze Baumknoten wird eingelesen und wird dann im Hauptspeicher durchgegangen. Und diese Werte im Hauptspeicher durchgehen, das ist nichts im Vergleich dazu, dass man hier eine ganze Seite ein- oder auslesen muss. Wenn Sie das hier so organisieren, dann haben Sie nicht in der Hand. Durch das Ganze ein. Sie können es vielleicht am Anfang, wenn Sie einen Baum initial aufbauen, in der Hand behalten. Aber wenn Sie dann anfangen, einfügen, entfernen und so weiter, dann wird der Speicherplatz immer mehr fragmentiert. Sie haben es nicht in der Hand. Läuft dann letztendlich darauf hinaus, Sie lesen eine Seite aus für diese eine Zahl,
mit den Nachfolgepointern lesen, dann, und dann ist diese Zahl vielleicht ganz woanders, auf einer ganz anderen Seite, müssen wieder eine Seite einlesen, müssen wieder eine Seite einlesen und so weiter. Darum geht es. Minimierung der Anzahl Einlese- oder Schreiboperationen auf dem Hintergrundspeicher. Vielleicht noch eine Bemerkung hier dazu, was ich hier ausgelassen habe. Nehmen Sie mal an, die Schlüsselwerte wären Matrikelnummern von Studierenden beispielsweise. Dann würde man als Schlüsselwert eigentlich hier, als Schlüsselwert und Information hier einspeichern, die Matrikelnummer plus ein Pointer auf die Stammdaten des jeweiligen Studierenden. Oder, also Vorname, Nachname und so weiter. Oder das wären viel, oder die Schlüsselwerte wären zum Beispiel Bankkontonummern. Dann würde eben mit dem Bankkonto hier noch gespeichert sein, die Stammdaten dieses Bankkontos, Inhaberdaten, aktueller Saldo und was auch immer. Gut, das war jetzt der Beginn der ganzen Sache und dann gehen wir ganz konkret zu B-Bäumen über. Also, wir werden uns jetzt eine ganze Weile heute beschäftigen mit Bildern, die so aussehen. Und das ist schon ein korrekter B-Baum. Was macht einen korrekten B-Baum aus? Das können Sie in der Zusammenfassung dazu natürlich nochmal nachlesen. Wir werden aber heute nicht in die Zusammenfassung schauen. Das können Sie im stillen Kämmerlein nachlesen, sondern wir versuchen das Ganze hier anhand der Bilder zu besprechen. So, ein korrekter B-Baum, erst einmal hat der eine bestimmte feste Maximalgröße, Maximalanzahl an Knoten. In der Realität, beim realen Datenbanksystem, hätten wir hier hunderte solcher Knoten drin. Hier aus offensichtlichen Gründen, damit man das überhaupt zeichnen kann, sagen wir, wir haben hier nur maximal fünf Schlüsselwerte in jedem Baumknoten drin, dementsprechend Platz für maximal 6 Nachfolger. Ich beschränke mich hier in der AOD darauf, dass die Maximalzahl der Knoten ungerade ist, weil das der einfacher darzustellende Fall ist. Es geht im Prinzip auch mit einer geraden Anzahl von Maximalzahl von Knoten, dann wird es ein bisschen komplizierter, aber es bleibt vom Prinzip her dasselbe. Also wir bleiben bei einer alles, was ich heute hier sage, kann 1:1 übernommen werden für eine beliebig große Anzahl von beliebig große Maximalzahl von Schlüsselwerten, die ungerade ist und muss leicht angepasst werden auf den Fall einer geraden Maximalzahl von Knoten da drin. So, was Sie jetzt hier auch sehen ist, wenn wir mal ganz kurz die Wurzel außen vor lassen, in jedem Knoten außer der Wurzel müssen mindestens Maximalzahl geteilt durch 2 viele Schlüsselwerte drin sein. Das ist eine Vorgabe im B-Baum. Das ist noch nicht allgemein für viele B-Bäume so gesagt, sondern eine Vorgabe für B-Bäume. Es müssen, wenn wir 5 als Maximalzahl haben für die Anzahl der Schlüsselwerte in einem Baumknoten, dann müssen mindestens 2 Schlüsselwerte hier tatsächlich in jedem Baumknoten drin sein, außer der Wurzel. Die Wurzel, die braucht das nicht zu haben. Da können beliebig wenige sein. Also sie darf nicht leer sein, aber da darf es auch beliebig weniger als Maximalzahl geteilt durch 2 viele sein. Also geteilt durch 2 heißt jetzt wieder ganzzahlige Division. 5 geteilt durch 2 ist dann eben 2. So, das ist ein Punkt. Das ist natürlich, warum ist dieser Punkt wichtig? Dieser Punkt ist wichtig, damit das Ganze nicht irgendwie ausflattert, im schlimmsten Fall zu einem binären Baum. Wenn in jedem Baumknoten nur noch ein Schlüsselwert ist, dann haben wir ja einen binären Baum, haben nichts gewonnen. Also wir brauchen eine Mindestgröße, einen Mindestinhalt, damit das Ganze wirklich eine kompakte Datenstruktur bleibt. Und wir werden dann beim Einfügen entfernen sehen, dass das genau die Vorgabe ist, die wir dann gut einhalten können, wenn wir Elemente einfügen oder entfernen. Das werden wir dann im Einzelnen sehen, werde ich Sie jeweils darauf hinweisen. Dann Suchbaumeigenschaft gehört auch zum B-Baum dazu. Und was auch noch zum B-Baum dazu gehört, das hatte ich vorhin kurz angesprochen, ist, was bei Vielwegbäumen nicht unbedingt sein muss, ist, dass alle
dass alle Blätter auf derselben Ebene sind. Ja? Diese beiden Regeln, die eine Regel, dass wir hier immer eine Mindestzahl von Schlüsselwerten in jedem Baumknoten haben, und die andere Regel, dass alle Baumknoten, alle Blätter auf derselben Höhe sind, die sorgen dafür, dass die Höhe dieses Baumes begrenzt bleibt, und zwar dramatisch begrenzt bleibt. Ja, also wenn wir nicht die Forderung in B-Bäumen hätten, dass alle Blätter auf derselben Höhe sind, dann könnte das irgendwie das Ganze wieder auseinanderflattern zu irgend sowas wie einer linearen Liste, dass das durch Einfüge- und Entfernoperationen, wenn die unglücklich sind, dass es dann irgendwo an irgendeiner Stelle immer weiter runtergeht und an anderen Stellen ist gar nichts drin. Das wollen wir alles nicht haben. Wir wollen eine möglichst niedrige Tiefe, das geringe Tiefe des Baums, geringe Höhe sagt man, auch wenn es nach unten geht, eine möglichst geringe Höhe des Baumes haben. Warum? Weil wir auf jeder Stufe, wenn wir irgendwo hingehen, auf jeder Stufe jeweils eine Seiteneinlesung aus dem Hintergrundspeicher in den Hauptspeicher haben, beziehungsweise wenn wir etwas ändern, dann eben entsprechend ein Hinausschreiben einer ganzen Seite. Und je geringer die Höhe des Baumes ist, umso weniger Schritte sind sie. Und das ist wieder eine dramatische Größe. Ja, wenn Sie sich vorstellen, wir haben hier Hunderte von Schlüsselwerten in einem Knoten drin. Also nehmen wir mal an, wir haben da einfach halber 400 Elemente drin oder ungerade Zahl, 399 oder 401, sagen wir 401. Dann haben wir also mindestens 200 Schlüsselwerte in jedem Knoten und jeder Knoten, also außer der Wurzel, und jeder Knoten außer der Wurzel hat dementsprechend mindestens 201 Nachfolger. Das heißt also, wenn hier 200 Schlüsselwerte drin sind, 201 Nachfolger, hier ist eine Frage, warum beginnt das zweite Array der dritten Schicht nicht bei 13, weil der Schlüsselwert 13 nicht gespeichert ist in der aktuellen Menge der Schlüsselwerte. Der Range von diesem Knoten ist 12 bis 35. Ja? Alle Werte im Baum, die zwischen 12 und 35 sind, sind in diesem Baumknoten beziehungsweise in darunterliegenden, wenn da noch welche wären, in diesen darunterliegenden Baumknoten zu speichern. Aber wenn die 13 bisher nie eingespeichert worden ist, ist sie auch nicht drin. Hier drin. Deshalb beginnt das zweite Array der dritten Schicht nicht bei 13. Die 13 ist nie eingefügt worden. Gut, soviel zu dieser Anfrage im Chat. Ich hoffe, ich konnte die soweit erklären. Also, nehmen wir mal an, Sie haben hier Platz für 401 Schlüsselwerte, dann haben Sie also mindestens 200 Schlüsselwerte hier drin gespeichert, haben mindestens 201 Nachfolger, die wiederum mindestens 200 Schlüsselwerte enthalten. Das heißt also, Sie haben allein in den Nachfolgern dieses einen Knotens haben Sie schon 40.000 und das nochmal mal 200 in den Nachfolgern haben Sie 40.000 mal 200. Was ist denn das? Also 80.000, 800.000, 8 Millionen. Und dann wieder nächste Schicht mal 200. Das heißt, egal wie groß Ihre Datenmengen sind, auch wenn Sie im Terabyte-Bereich sind, das wird ganz schnell hier, dadurch, dass dieser Baum gigantisch schnell in die Breite geht, aufgefangen. Und die Höhe bleibt entsprechend niedrig. So viel zum Gespräch. Wir haben jetzt definiert, was die Vorgaben in diesem Baum sind. Wir haben eine Maximalzahl von Schlüsselwerten in jedem Knoten, wo wir der Einfachheit halber fordern, dass sie ungerade sind, in diesem Beispiel 5. Wir haben als Forderung drin erstmal Suchbaumeigenschaft, zweitens, dass mindestens halb so viel, also die Hälfte der Maximalzahl, ganzzahlige Division mit Rest jeweils an Schlüsselwerten in jedem Baum außer der Wurzel drin ist. Und wir haben gefordert, dass alle Blätter auf derselben Höhe sind. So, und wir werden jetzt erst natürlich sehen, wie wir ein Element finden. Das ist dann nicht so viel anders wie in den bisherigen Baumstrukturen.
Und beim Einfügen und Entfernen wird es dann spannend, wie wir neue Elemente einfügen können und Elemente entfernen können, sodass diese Eigenschaften dann, die ich jetzt eben benannt habe, dann erhalten bleiben. Gut, dann halt, erstmal müssen wir hier finden. Wir wollen die 37 finden. Wo ist die 37? Die ist da unten. Wir fangen wieder vorne an. Nicht bei einer linearen Liste fangen wir an mit dem Pointer auf dem Kopf der Liste, auf das erste Element der Liste. Und wir haben gesehen, bei einem Baum halten wir stattdessen einen Pointer als Einstieg auf die Wurzel. Dieser Pointer kommt von außen. Mit dem können wir, der verweist auf den ganzen Baum indirekt, indem er auf die Wurzel verweist. Und wir wollen die 37 finden, das machen wir dann ganz einfach. Zoomen mal kurz rein in das Bild, also hat sich noch nichts geändert, außer dass wir jetzt das Bild etwas vergrößert haben. Ja, wir wissen, die 37 ist kleiner als die 40, also nach hier hin. Wir wissen, die 37 ist größer als die 35, nach hier hin, also haben wir sie gefunden. So einfach geht das, so wie wir das bei den binären Bäumen auch hatten, nur dass wir eben hier nicht zwei Fälle, also unterscheiden müssen, ob es nach links oder nach rechts geht, sondern entsprechend viele Fälle unterscheiden müssen, wie viele Nachfolger wir hier haben. Und das ist schon alles, was es zum Finden gibt. Alles weitere zu B-Bäumen werden wir jetzt zum Einfügen und zum Entfernen betrachten. So, einfügen. Jetzt wir gehen verschiedene Fälle durch, fangen mit dem einfachsten an, nämlich dass gar nichts an der Baumstruktur zu ändern ist durch das Einfügen. Der Fall ist hier die 41. Die 41 können wir ja gleich schon mal gucken, selber gucken. Die muss hier eingefügt werden. Hier ist genug Platz, um einen weiteren Schlüsselwert einzufügen. Können wir einfach so machen. Also, wieder Vergrößerung, rechte Seite, hier müssen wir hin. Wir gehen wieder runter an die entsprechende Stelle, hier. Und Sie sehen, wir fügen die 41 ein. Zweckmäßigerweise verschieben wir die 42 und die 43 nach rechts. Das sind ja alles Operationen im Hauptspeicher, deren Laufzeit überhaupt keine Rolle spielt im Verhältnis dazu, was es kostet, uns so eine ganze Seite aus dem Hintergrundspeicher einzulesen oder nach der Veränderung wieder auf den Hintergrundspeicher hinauszuschreiben. Ja, also wir können uns das problemlos leisten. Es wird in der Laufzeit überhaupt nicht ins Gewicht fallen, dass wir hier die 43 und die 42 um 1 verschoben haben, um hier die 41 vorne hinzusetzen. Und damit ist dieser einfache Fall auch schon erledigt. Ja, in so einem einfachen Fall können wir einfach das Element reinschreiben und fertig. Aber die Krux ist natürlich dann, wenn Baumknoten, wo wir was einzufügen hätten, dann schon voll sind. Ich sollte vielleicht noch dazu sagen, wir fügen dann immer in Blättern neu ein. Nicht? Das hatten wir ja auch schon bei binären Bäumen so gehabt, dass wir ganz runtergegangen sind an einer Stelle, die null ist. Und an der Stelle haben wir was neu eingefügt. Einfach, weil da müssen wir nichts weiter drüber nachdenken. Da fügen wir einfach ein und fertig. So, jetzt kommen wir zum komplizierteren Fall. Wir wollen zum Beispiel die 59 jetzt einfügen. Und Sie sehen hier, was die Krux ist. Da, wo wir die 59 einzufügen hätten, da ist schon voll. Und das ist wieder etwas, wo ich Sie nochmal daran erinnern möchte, was wir am Anfang dieses Semesters hatten, die alternative Implementation von Linked List in Form von Liste von Arrays, wo wir auch diese Situation hatten, dass wir eigentlich ein Element einfügen wollen in einer eigentlich schon vollen Array und wo wir dann das Array aufgeteilt haben in zwei Elemente, ein Split gemacht haben, genau so ähnlich nur, etwas komplizierter sieht es dann hier auch aus. So, aber erstmal gehen wir runter, wieder erstmal reinzoomen, gehen hier hin runter und jetzt stehen wir hier und sehen, dass hier das Malheur ist. Ja, wir stehen noch hier, haben runtergeschaut, schauen immer noch runter und sehen hier muss was getan werden. Und das, was zu tun ist, das habe ich hier angedeutet. Das ist natürlich nicht Teil des Algorithmus. Das habe ich durch diese drei Farben angedeutet. Gelb, grün und das ist sowas ähnliches wie Türkis. Das werden wir gleich auf der nächsten Folie sehen. Diese beiden
Wir werden diesen Baumknoten in zwei aufsplitten. Diese beiden hier werden der Inhalt des einen sein, diese beiden hier werden der Inhalt des anderen sein, aber dadurch, dass wir diesen Baumknoten durch zwei ersetzen, haben wir jetzt hier einen Nachfolger mehr oben und brauchen dementsprechend auch einen Schlüsselwert mehr hier oben. Das wird die 56, die mittlere sein. Das sehen wir uns jetzt einfach an. Hier sehen Sie, was passiert ist, dass diese farbigen waren, die, nochmal im Vergleich, das sind die, die diesen Baumknoten voll machen. Wir teilen das auf in einen Baumknoten, in einen anderen Baumknoten, ziehen die 56 hier hoch und fügen die hier an dieser Stelle ein und Sie sehen, es geht genau auf. Ein Schlüsselwert mehr und ein Nachfolgepointer, ein unmittelbarer Nachfolger mehr. Und Sie sehen auch hier die Weisheit in dieser Vorgabe, dass die Mindestzahl in einem Baumknoten mindestens die Hälfte sein muss von dieser ungeraden Zahl, also ganzzahlige Division, nämlich 5 geteilt, die Hälfte davon in ganzzahlige Division ist 2. Es geht genau mit dieser Split-Operation auf, dass Sie diese Vorgabe erfüllen. Und Sie sehen auch, dass die Blätter alle auf derselben Höhe geblieben sind. Das heißt also, es ist weiterhin ein veritabler B-Baum, erfüllt alle Anforderungen von B-Bäumen. Und das ist natürlich jetzt immer noch ein relativ einfacher Fall, denn die Frage ist, ich habe jetzt hier ja einen Schlüsselwert hochgezogen. Hier könnte es ja genauso das Problem sein, dass hier kein Platz mehr ist. Was machen wir denn in dem Fall? Dann können wir nicht diesen Knoten hier hochziehen. Und die Antwort, da gibt es zwei Antworten darauf. Die eine Antwort ist die, in vielen Lehrbüchern finden Sie das so, dass man dann eben hier, jetzt, wenn man feststellt, hier ist kein Platz, dass man das hochpropagiert, dass man einen nach dem anderen eine Split-Operation hochmacht. Die andere Antwort ist die, und die will ich hier, der will ich hier folgen, dass man von vornherein, wenn man schon absteigt, schon auf solche Fälle achtet und diese Fälle bereinigt, bevor sie dann hier zu Problemen führen. Also, gut, machen wir das hier zu Ende. Wir haben das gesplittet, wir wollen die 59 noch einfügen. Wo muss die 59 hin? Hier. Und jetzt ist hier Platz hier, jetzt können wir die 59 hier einfach an dieser Stelle einfügen und sind fertig. Und der Baum ist insgesamt vollständiger B-Baum. So, jetzt gucken wir uns den Fall an. Wie gesagt, das ist jetzt noch eine einfache Situation gewesen, dass wir hier die 56 hochziehen könnten, weil hier noch genug Platz war. Jetzt gucken wir uns den Fall an, dass es nicht ganz so einfach ist. Da gucken wir uns nicht den ganzen Baum an, sondern ich nehme mir hier die künstlerische Freiheit, hier anzudeuten, dass das nur ein Teilbaum ist und der an einem riesengroßen Baum dranhängt, der nach links und vielleicht auch noch nach rechts noch weitere Teile des Baumes hat. Also von irgendwo hier kommen wir schon, steigen ab, wenn wir die 65 einfügen wollen. Sie sehen hier das Malheur, die 65 müssen wir hier unten einfügen, da ist kein Platz. Also wissen wir müssten splitten, aber splitten würde bedeuten, ein Element, einen Schlüsselwert hier nach oben ziehen, aber da ist auch kein Platz. Also haben wir hier genau das Malheur und das lösen wir, wie ich gesagt hatte, dadurch. Wir gehen wieder hier genauer rein, Vergrößerung des entsprechenden Teils des Baumes. Und wir lösen das dadurch, dass wir nicht gleich absteigen zu jedem Baumknoten, sondern erst einmal noch vom übergeordneten Baumknoten runterschauen und feststellen, ups, dieser Baumknoten ist leider voll. Das heißt also, falls es notwendig ist, hier von weiter unten einen Schlüsselwert nach hier oben zu transferieren durch eine Split-Operation hier unten. Falls das notwendig ist, haben wir ein Problem. Es geht nicht. Und um von vornherein dieses Problem zu entfernen, um vornherein dafür zu sorgen, dass dieses Problem dann später nicht auftritt, machen wir jetzt schon hier einen solchen Split. Ja, machen genau das. Wieder farblich hier gezeichnet. Wir stehen immer noch hier auf der Stelle,
sodass wir also volle Kontrolle über diesen Pointer haben und diesen Pointer dann ersetzen können durch zwei Pointer auf zwei Nachfolger. Und das sieht dann so aus, ja, P steht immer noch hier drauf. Ein Nachfolger und das mittlere Element, was war das? Das mittlere Element, die 55, war hier hochgezogen worden. Ja, wenn wir das auch vorher hier schon gemacht haben, wenn wir bei jedem Abwärtsschritt erstmal gucken, ob wir nicht einen Split machen müssen, dann können wir uns narrensicher sein, absolut sicher sein, dass da Platz für die 55 oben ist. Denn wenn der Platz nicht gewesen wäre, dann hätten wir es genauso hier vorne diesen Platz geschaffen, wie wir das jetzt hier auf dieser Ebene gemacht haben. So, jetzt sind wir wieder in der einfachen Situation, wieder ein Zoom. Jetzt können wir hier stellen fest, dass wir hier auch einen Split machen müssen und machen den einfach und sind dann soweit fertig, brauchen nur noch das Element einzufügen und sind durch. Ja, wo haben wir jetzt gut gesehen, wie das aussieht? Auch mehrere Split-Operationen, wenn notwendig. Von vornherein jeder Knoten, den wir besuchen, bevor wir ihn besuchen. Die Frage ist hier jetzt im Chat, heißt das, wir splitten beim Traversieren direkt, ohne zu wissen, ob das überhaupt notwendig sein wird? Die Antwort ist ja. In der Art und Weise, wie ich das jetzt hier einführe, ist das so. Wir splitten, ohne zu wissen, ob es notwendig sein wird. Es gibt auch die andere Variante, dass man dann, wenn man sieht, man muss splitten, dass man rückwärts geht. Wenn man sieht, man muss jetzt ein Element rückwärts wieder hochbringen, dass wir dann das übergeordnete Element splitten. Und wenn wir, das kostet ja auch, erfordert ja auch wieder, dass wir wieder ein Element weiter hochbringen müssen. Und wenn wir da sehen, dass wir wieder splitten müssen und so weiter und so fort. Beides ist möglich. Die Art und Weise, wie ich es hier einführe, ist, denke ich, die einfachere. Jetzt ist noch die Frage, gehen Sie auch auf den nebenstehenden Code ein? Ich nehme an, das hier ist gemeint. Das ist einfach nur nochmal mitprotokolliert, was hier passiert. Die 65 ist größer als die 64. Also wird hier an dieser Stelle die 65 hingeschrieben. Ja. Viel ist jetzt, denke ich, hier nicht passiert. Nämlich, wenn die 65 ist kleiner als die 67. Also und größer als die 61, also ist das der entsprechende Kindknoten, an dem man weiter gehen muss. Also ich dachte eigentlich, dass dieser nebenstehende Code, wenn das hier gemeint ist, selbsterklärend ist, dass wir einfach nur, wie wir das vorher bei den anderen Datenstrukturen auch gemacht haben, immer hier mitprotokollieren, also es ist ja kein Code, sondern es ist ja nicht wirklich Code, der hier steht, sondern hier würde dann irgendwas Schildern von I stehen, abhängig davon, welche der Vergleiche true und welche der Vergleiche false geliefert haben, sondern das ist das, was tatsächlich passiert, dass man in dem Fall hier eins weiter runter geht über diesen Kindknoten. So, ich hoffe mal, dass auch ohne diese zusätzliche Protokollierung die Erklärung auch in sich verständlich ist. So, wir sind noch nicht ganz mit Insert fertig, denn wir haben jetzt immer gesagt, naja, wir stehen auf dem Vorgängerknoten und splitten dann. Aber was passiert, wenn es keinen Vorgängerknoten gibt? Das heißt, wenn wir hier der Wurzel sind, das müssen wir uns dann nochmal anschauen. Ja, was passiert, wenn die Wurzel gesplittet werden muss? Ja, also jetzt haben wir zum Beispiel die Situation, zunächst mal fangen wir an mit der Situation, dass der ganze Baum nur aus einem Knoten, nur aus der Wurzel besteht. Und jetzt wollen wir noch einen Wert einfügen, zum Beispiel die 37. Und was machen wir da? Dasselbe wieder. Aber ein bisschen anders. Wir machen wieder einen Split. Wir splitten die Wurzel in zwei Knoten auf selber Ebene auf, ziehen auch wieder ein Element hoch. Aber wohin ziehen wir das hoch? In die neue Wurzel. Ja, wir haben jetzt die Wurzel ersetzt durch diese drei Knoten. Auch hier wieder, die Vorgabe für alle Knoten außer der Wurzel ist erfüllt, dass es mindestens halb so viele Knoten drin sind, wie reinpassen, abgerundet.
halb so viele Schlüsselwerte drin sind wie reinpassen abgerundet. Die 40 haben wir hochgezogen in einen neuen Knoten. Und hier sehen Sie eben auch, warum es notwendig ist, dass für die Wurzel diese Vorgabe nicht sein darf, dass immer mindestens die Hälfte belegt sein muss, weil wir das bei dieser Split-Operation eben nicht haben. Aber das ist jetzt kein großes Problem. Wenn alle Knoten außer der Wurzel, ja, denken Sie wieder an den Fall, dass wir 401 Platz für 401 Schlüsselwerte haben und dementsprechend mindestens 200 Schlüsselwerte drin haben, sodass sich das dann immer schon wieder Echo. Jetzt besser? Es ist, ja, okay, danke. Denken Sie daran, dass wir wieder 200 haben, dann in den Nachfolgern 200 mal 200, in deren Nachfolgern 200 mal 200 mal 200. Da macht es jetzt nicht so großen Unterschied, dass bei der Wurzel jetzt keine solche Verbesserung um Faktor 200 zur nächsten Stufe kommt. Ab da gibt es von jeder Stufe zur nächsten Stufe Faktor 200 mehr Schlüsselwerte als auf der vorhergehenden Stufe. Gut, damit ist übrigens im Prinzip alles gesagt zu einfügen. Nur noch vielleicht, es ist völlig identisch alles, was mit der Wurzel hier, wenn die Wurzel eben nicht der einzige Knoten im Baum ist, sondern wenn da überall noch Sachen dranhängen, dann ist die Operation völlig identisch. Ich nur der Vollständigkeit halber, dass Sie das gesehen haben, dann auch mal nochmal zeigen. Also wir wollen wieder die 37. Jetzt Echo hoffentlich weg. Ich weiß nicht, was da jetzt ist, dass das auf einmal mehrfach kommt. Irgendwie scheint Zoom sich zu erschöpfen oder das Mikro erschöpft sich. Dauert zu lange, die Vorlesung. Da ist eigentlich dasselbe nochmal, dieselben Bilder, nur dass da eben noch Nachfolgerknoten dranhängen, dieselbe Split-Operation. Das ist übrigens die Operation, bei der die einzige Situation, in der die Höhe des Baumes mal wächst, nicht? Wenn die Wurzel gesplittet werden muss. Und damit sind wir mit Einfügen durch und kommen dann zum Entfernen von Elementen. Fangen wieder an, dass wir ein Element entfernen wollen. Und zwar jetzt die 93. Wo ist die 93? Sie sehen, das ist wieder ein einfacher Fall. Die 93, wenn wir die entfernen, dann ist die Vorgabe immer noch erfüllt, dass die Mindestbelegung 2 noch vorhanden ist. Ja, gehen wir es jetzt einfach alles durch. Wir gehen hier alles durch und entfernen, hier ist die 93, entfernen die und alles ist fertig. Ja? Also, wenn wir in einem Blatt ein Element haben und in diesem Blatt ist noch genug Belegung da, dann können wir einfach dieses Element entfernen und es ist immer noch ein B-Baum. Ist alles noch, die Vorgaben sind noch alle erfüllt. Alle Blätter sind immer noch auf derselben Höhe und alles. Die Struktur hat sich ja nicht geändert. Jetzt gucken wir uns die Situation an, dass wir jetzt ein Element zu entfernen haben, die 97. Hier sehen Sie das Malheur. Wenn wir die 97 einfach so wie eben entfernen würden, dann wäre die Vorgabe nicht mehr erfüllt der Mindestbelegung, weil wir ja mindestens 2 immer haben müssten, um die Vorgabe zu erfüllen. Das wäre dann nicht mehr der Fall. Also müssen wir dann eine Operation machen. Und was wir jetzt sehen, ist genau die entgegengesetzte zur Split-Operation. Ich habe jetzt hier einen Fall. Hier wird eine Fallunterscheidung dann sein. Wir haben jetzt hier einen Fall, dass der Knoten, aus dem wir zu entfernen haben, ein Geschwisterchen direkt daneben hat, was ebenfalls am unteren Anschlag ist. Ja? Beide sind am unteren Anschlag und in dem Fall können wir das Gegenteil machen von Split. Das nennt sich Merge und das ist genau die entgegengesetzte Operation. Hier ist der Knoten, der oben im Vorgänger ist. Das sind die beiden Knotenmengen der beiden Nachfolger und wir fügen das alles zusammen. Wenn Sie das nochmal rückwärts sehen, ist genau das Gegenstück
zur Split-Operation. Und da die Split-Operation alle Vorgaben erhalten hat, symmetrisch erfüllt auch die Merge-Operation alle Vorgaben. Ja, also wir mergen und jetzt können wir runtergehen und aus diesem total vollen Knoten einen Schlüsselwert entfernen und es hat wieder alles geklappt. So, die Voraussetzung war aber die, dass Sie hier tatsächlich einerseits der Knoten, aus dem Sie entfernen wollen, dass der ein Geschwisterchen hat, der ebenfalls am unteren Anschlag ist. Wir behalten aber nochmal den Fall auf, wenn wir jetzt hier beispielsweise die 52 zu entfernen haben, dass wir dann entsprechend auch hier bei der Wurzel einen Merge machen und dann können wir die 52 so entfernen. So, jetzt betrachten wir den Fall, dass wir die 48 entfernen wollen hier. Die 48 ist hier, ist wieder die Situation, dass der Baumknoten am unteren Anschlag ist. Aber wir haben weder links noch rechts ein Geschwisterchen, das ebenfalls am unteren Anschlag ist. Das heißt, wir können kein Merge machen, weder mit dem Baumknoten noch mit dem Baumknoten. Aber die Welt ist manchmal ja so genial eingerichtet, dass genau in dem Fall, in dem das, was wir jetzt eigentlich machen wollten, ein Merge, dass, wenn das nicht möglich ist, dass dann stattdessen eine andere Operation möglich ist, die heißt Rotate. Und wir werden auch gleich sehen, warum das Rotate rotieren heißt. So, aber erstmal gehen wir hier runter und stellen fest, aha, das ist die Situation. Hier müssten wir die 48 entfernen, geht aber nicht. Wir nehmen uns einen der beiden Geschwisterchen her, ist egal welches. Kann ja auch sein, dass nur eins von beiden existiert. Also eins muss mindestens existieren, logischerweise, bei so einem Vielwegbaum. Aber in diesem Beispiel existieren beide, sodass wir auch die Wahl hätten. Wir nehmen uns dieses Geschwisterchen her und Sie sehen schon, hier sind zwei Schlüsselwerte, die jetzt wichtig sind für die Rotierung. Nämlich einerseits hier der zwischen den beiden Geschwistern hier oben. Und andererseits der hier dann unmittelbar danach kommt. Ja, also wenn wir zum Rotieren stattdessen dieses Geschwisterchen genommen hätten, dann hätten wir hier die 45 genommen und die ganze Rotation würde genau umgedreht aussehen. Aber wir haben uns jetzt dafür entschieden. Und was wir machen ist, die 70 runter und die 77 hoch. Genau das machen wir. Die 70 ist jetzt runtergegangen. Jetzt ist plötzlich dieser Knoten nicht mehr am unteren Anschlag und die 77 ist hoch. Ja, das geht eben genau dann, wenn vorher dieser Knoten nicht am unteren Anschlag war. Ja, wenn dieser Knoten vorher am unteren Anschlag gewesen wäre, hätten wir ein Merge machen können. Aber da der Knoten nicht am unteren Anschlag war, konnten wir jetzt ein Rotate stattdessen machen, konnten hier ein Element hochziehen und Sie sehen, also erst einmal mit Blättern und so weiter ist alles erfüllt. Suchbaumeigenschaft ist durch dieses Rotate auch erfüllt, denn wir haben ja zwei aufeinanderfolgende Knoten einfach sozusagen in der Baumstruktur um eins nach vorne geschoben. Wenn Sie sich das angucken, es passt alles weiterhin. Die 70 ist kleiner gleich der 77, die 77 ist kleiner gleich als der 80, weil das eben vorher auch schon war. Die 70 ist kleiner gleich als die 77, 77 kleiner als der 80. Die Reihenfolge bleibt erhalten, die Suchbaumeigenschaft bleibt erhalten. Und dann können wir jetzt einfach hergehen und die 48 entfernen, weil dieser Knoten jetzt plötzlich nicht mehr, durch das Rotate nicht mehr am unteren Anschlag war. Gut, das Ganze ist auch wieder dasselbe, dass wir immer vorneweg gucken müssen, wenn wir absteigen, also entweder reparieren wir hinterher, wenn wir aufsteigen, ja bei dem Rotate, wie beim Merge müssen wir immer ja auch noch einen Knoten hochschieben, oder beim Merge zumindest, wir müssen, und entweder reparieren wir hinterher, wir haben uns aber hier darauf festgelegt, wie beim Split,
dass wir vorher schon vorsorglich reparieren, auch wenn wir gar nicht wissen, ob dieser Reparaturschritt notwendig ist. Das heißt also, beim Abstieg in den Baum runter wird es uns auch passieren, dass wir mehrfach zu mergen und zu rotieren haben und das auch in gemischter Form. Und das sehen wir jetzt auch an Beispiel an. Wir nehmen uns wieder die 37 her. Wo ist die 37? Die ist hier und Sie sehen, hier ist am unteren Anschlag mit einem Geschwisterchen, das nicht am unteren Anschlag ist, und hier am unteren Anschlag mit zwei Geschwisterchen, die am unteren Anschlag sind. Das heißt also, hier müssten wir eine Rotate-Operation machen und hier entweder mit dem oder mit dem eine Merge-Operation. Das gehen wir uns einfach durch. Wir stehen also hier auf der Wurzel, gucken runter, stellen fest, aha, es kann sein, dass wir hier ein Element durch ein Merge runterziehen. Wir haben schon gemacht. Wir gucken hier runter, stellen fest, aha, es kann sein, dass wir durch ein Merge ein Element hier später runterziehen müssen. Das kann sein, und wenn es dieser Knoten so bleibt, dann geht das schief. Also machen wir vorsorglich eine Reparaturoperation. Die einzige, die in Frage kommt, ist das Rotate. Das machen wir hier. So, gehen jetzt weiter runter, stellen fest, aha, der Knoten hier, wo wir die 37 rausziehen müssten, ist am unteren Anschlag, geht nicht, also machen wir ein Merge. Und jetzt können wir wieder, wie wir es gesehen haben, die letzten Schritte sind immer dieselbe, runtergehen, entfernen und fertig. Irgendwas fehlt da noch, die Wurzel. Bei der Wurzel fehlt noch das Merge. Die Wurzel-Merge hatten wir schon hier irgendwo. Brauchen wir nicht nochmal durchgehen. Damit sind wir alles durch. Das ist der gesamte B-Baum. Ja? Eine der wichtigsten Datenstrukturen überhaupt in der Informatik, mit so ein paar Bilderchen, hoffentlich einigermaßen gut rübergebracht worden. Seien Sie glücklich darüber, dass wir nicht die Aufgabe stellen in der AOD, implementieren Sie einen B-Baum. Ja? Diese Aufgabe hatte ich im zweiten Semester in meinem Studium in einer vergleichbaren Lehrveranstaltung im Übungsbetrieb innerhalb von 2 Wochen zu lösen. Es ist einfach gruselig, einen B-Baum wirklich selber zu implementieren, aber das muss man ja nicht. Man nimmt sich einfach ein Datenbanksystem her und da ist das alles schon mal besser implementiert, sicherlich, als man das alles selber implementieren könnte. So, damit sind wir mit B-Bäumen und damit mit Vielwegbäumen fertig, verlassen auch Bäume jetzt erstmal, kommen später wieder zu Bäumen zurück, wenn es nicht mehr um Suchbäume geht, sondern um andere Anwendungen von Bäumen. Wir bleiben noch bei Suchstrukturen und gucken uns jetzt eine ganz anders geartete Suchstruktur an. Das werden wir jetzt nicht heute fertig kriegen, aber heute können wir schon mal einen ersten Eindruck gewinnen. Das sind Hash-Tabellen. Das ist die zweitwichtigste Datenstruktur in der Informatik überhaupt. Die finden Sie auch in jedem Datenbanksystem der Welt, aber nicht als primärer Speicher, sondern als sekundärer Speicher, um schnell zum Beispiel auch wirklich auf ein Bankkonto oder Ähnliches zuzugreifen. Also B-Bäume haben natürlich noch den Vorteil, dass man sie aufsteigend nach Bankkontonummern sortieren kann und ähnliche Sachen. Das wird die Hash-Tabelle nicht haben. Und in der einfachen Form, die wir hier haben, wird es auch nicht möglich sein, in Hash-Tabellen beliebig viele Elemente einzufügen, sondern wir beschränken uns von vornherein darauf, nur eine bestimmte Anzahl einzufügen. Und es wird nicht möglich sein, in unserer einfachen Form Elemente, Schlüsselwerte aus Hash-Tabellen zu entfernen. Es gibt natürlich auch Varianten, in denen das möglich ist, aber die werden dann etwas komplizierter und von der Laufzeit her. Diese super gute Eigenschaft, die wir noch besprechen werden, vom Laufzeitverhalten von Hash-Tabellen her, diese super gute Eigenschaft geht bei diesen Erweiterungen, wo auch Entfernen möglich ist, dann doch weitgehend verloren. So, aber jetzt gehen wir los. Wir Hash-Tabellen sind wieder ganz primitiv Arrays. Und diese Arrays, wir legen von vornherein fest, nur so und so viele Schlüsselwerte wollen wir speichern. Ja, bei Matrikelnummern ist es kein Problem, da können wir das Array
auf beispielsweise Größe 100.000 festlegen und dann werden schon alle Matrikelnummern der TU Darmstadt in diesem Semester da reinpassen. Also es wird wieder hier auch so, wie wir bei B-Bäumen und bei der Implementation, bei der alternativen Implementation von linearen Listen mit Arrays gesehen haben, Laufzeit wird sich verbessern dadurch, dass wir bereit sind, auch Speicherplatz unbesetzt zu lassen. Das heißt also, wir werden das dann auch sehen, wenn wir für unsere, weiß ich nicht, 30.000 oder so Matrikelnummern, die wir haben, nehmen wir mal wirklich siebenstellige Zahlen. Ja, unsere Matrikelnummern sind ja siebenstellig. Das heißt also, können höchstens sowas in Richtung unter 10 Millionen bleiben. Wenn Sie ein Array von 100 Millionen für diese maximal 10 Millionen verschiedene Matrikelnummern reservieren, was ja heutzutage mit heutigen Speicherplatzmöglichkeiten, mit heutigen billigen Speicherplatz nicht wirklich das Problem ist, dann wird die Laufzeit zum Zugriff zu den Informationen zu einer Matrikelnummer viel, viel besser sein, als wenn Sie Speicherplatz sparen und für diese maximal 10 Millionen vielen verschiedenen Matrikelnummern wirklich nur eine Array der Größe von 10 Millionen sich reservieren. Also, aber das werden wir dann nochmal alles genau analysieren. Jetzt erstmal heute noch einen kleinen ersten Eindruck darin. Das werden wir uns nochmal ganz genau alles ansehen hier. Das bitte ich Sie heute nochmal erst einmal nicht mit zu betrachten, sondern das zu betrachten, was hier in diesem Array passiert. Wir speichern uns irgendwelche Schlüsselwerte ein und zur Abwechslung nehmen wir mal nicht Zahlen, sondern Strings. Das ist eine der häufigsten Anwendungen von Hash-Tabellen, nämlich Wörterbücher und ähnliches, Lexika und ähnliches, alles was Verschlagwortungen, dass Sie in einer Hash-Tabelle alle Schlüsselwerte speichern und mit jedem Schlüsselwert die zugehörigen Informationen. Hier relativ einfach, das englische Wort ist der Schlüsselwert und ganz einfach nur eine deutsche Übersetzung, ja, davon ist dann die Information. Das heißt also, Sie schlagen Apple nach und bekommen Apfel zurück. So, und das Ganze ist durch eine komplizierte Operation, die am Ende Modulo Array-Größe noch nimmt, damit das Ergebnis in das Array reinpasst, von 0 bis, 13 oder 14. Wir machen hier eine sehr komplizierte Berechnung darauf, auf den einzelnen Zeichen des Strings, die wir als Zahlen hernehmen, multiplizieren mit anderen Zahlen, bekommen eine riesengroße Zahl dadurch raus, nehmen die Modulo n, damit insgesamt ein Array-Index rauskommt. Und an dieser Stelle speichern wir dann dieses Element, die Funktion f1, die wir hier genannt haben. Und dasselbe machen wir mit jedem Wert, den wir reinspeichern. Zum Beispiel könnte der Wert von f1 für Orange eben dieser Index hier sein, von diesem Array-Element. Und dann speichern wir das hier ein. So, jetzt passiert es aber natürlich. Wir haben ja nur eine sehr begrenzte Zahl von Indizes, in denen wir das einspeichern können. Das heißt also, f1 wird nicht injektiv sein. F1 wird viele, viele Strings hier auf denselben Index immer speichern. Es wird zu Kollisionen kommen. Und wir werden uns verschiedene Möglichkeiten zur Kollisionsbehandlung anschauen. Hier in diesem Beispiel, in diesem illustrativen Beispiel, gucken wir uns nur eine Möglichkeit der Kollisionsbehandlung an, nämlich einfach, hier war die Kollision, hier sollte eigentlich die Birne hingespeichert werden, hier ist aber schon der Apfel gespeichert, dass man guckt, ist der nächste unbesetzt? Und wenn ja, speichert man da rein. Und wenn hier auch schon besetzt ist, ist der nächste unbesetzt, speichert da rein. Ja, die einfachste Möglichkeit, die man sich vorstellen kann, Kollision zu behandeln, natürlich nicht die intelligenteste. Wir werden uns intelligentere Möglichkeiten dann beim nächsten Mal anschauen. So, jetzt wieder ohne Kollision die Banane, ohne Kollision die Aprikose, mit Kollision die Pflaume und hier wieder gucken wir eins weiter. Ist da Platz? Ja. Wenn wir hier am Ende angelangt sind, dann würde bedeuten eins weiter natürlich Modulo n wieder, dass wir dann beim ersten Index schauen, ob hier Platz ist und dann da einspeichern. Ja, und so weiter und so fort, bis wir hier an alle Elemente, achso, wir sind schon beim Finden,
Jetzt, damit wir alle Elemente gespeichert haben. Was machen wir beim Finden eines Elements? Ja, genau dasselbe wie beim Einfügen. Wir nehmen dieselbe Hash-Funktion, so heißen die, also Hash-to-Hash verstreuen. Man verstreut die einzufügenden Schlüsselwerte über das Array, möglichst so, als ob es wie zufällig verstreut wäre, damit es möglichst wenig Kollisionen gibt. So, Echo müsste wieder weg sein. Wir verstreuen die Einzelelemente, sodass es möglichst wenig Kollisionen gibt. Und wenn wir jetzt ein Element suchen, gucken wir wieder an. Das ist die erste Stelle, wo wir beim Einfügen gesucht haben. Wenn da Orange ist, gut. Und wenn nicht, dann eben genau nach der Kollisionsbehandlung weitergehen. Hier, wir suchen die Pflaume. Das war die Stelle, wo wir zuerst beim Einfügen gesucht haben. Da war aber schon die Banane, also gucken wir uns an, wie sieht es beim nächsten aus. Tatsächlich ist da die Pflaume, haben wir auch gefunden. So, die Mango haben wir nicht eingespeichert, aber die können wir ja auch suchen, nicht? Wenn Sie in einem Wörterbuch ein nachschlagen, dann kann es ja durchaus sein, dass Sie ein Buch nach, einen Begriff nachschlagen, der nicht in diesem Wörterbuch drin ist. Und dann, was passiert dann? Also erst zum Beispiel könnte es in diesem Beispiel so sein, dass die erste Stelle, wo Mango beim Einfügen gesucht worden wäre, wo gesucht worden wäre, ob man Mango da einfügen kann, dass das schon besetzt ist durch die Aprikose, dann wissen wir zunächst mal nur, an dieser Stelle ist Mango nicht. Wir wissen aber noch nicht, ob Mango jetzt eingespeichert ist oder nicht, sondern wir müssten gucken, es könnte ja sein, dass die Aprikose schon beim Einspeichern von Mango da gewesen ist, dann wäre also Mango mit Kollisionsbehandlung weitergesucht worden. Aber hier bei der nächsten Stelle, die dann wegen der Kollisionsbehandlung angeschaut worden wäre, ist eine Leerstelle. Das heißt, das ist jetzt der Moment, wo wir wissen, dass die Mango nicht eingespeichert ist, denn wir entfernen ja nie, hatte ich ja gesagt. Das heißt also, wenn wir sie hier nicht finden, wenn Mango hier nicht reingespeichert worden wäre, weil hier schon der Konflikt, die Kollision ist und hier keine Kollision ist und die Mango trotzdem nicht da ist, wissen wir, die Mango kann insgesamt im Array nicht da sein, denn um damit die Mango überhaupt irgendwo in der Hash-Tabelle drin ist, hätte entweder hier eine Kollision sein müssen, oder hätte hier Mango stehen müssen. Und wenn, da wir nicht entfernen, heißt es, dass auch vorher keine Kollision hier gewesen sein konnte. Also sind wir hier an dieser Stelle fertig, wissen wir, dass die Mango nicht sein kann. So, das hat Ihnen einen ersten Einblick gegeben in die Hash-Tabellen. Und damit machen wir dann beim nächsten Mal, am nächsten Dienstag weiter. Ich gehe davon aus und hoffe, nächste Woche Dienstag dann wieder in Präsenz. Und ich würde dann jetzt die Bildschirmaufnahme und Tonaufnahme beenden.